Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Sherlock Holmes, The Devil's Daughter. In der gestrigen Folge haben wir herausgefunden, dass der Unfall durch einen Stromschlag ausgelöst wurde. Dementsprechend müssen wir jetzt mal die Ursache rausfinden. Gesetze sind nur Schall und Rauch. Frauen dürfen nun in der Öffentlichkeit rauchen. So wurde vor Gericht entschieden. Heute urteilt im Magistrat Adcox, es ist keine Straftat mehr, wenn eine Frau in der Öffentlichkeit raucht. Zumindest nicht in London. Darauf sprachen Mary Thorson, Edna Custer und Elsie Watkin Frey, die vor kurzem wegen Rauchens auf dem Trafalgar Square verhaftet worden waren. Achso, die Wartungskutsche mit den zwei Leichen gehörte der Underground Electric Railways Company of London. Sie wurde umlackiert, um den Firmennamen zu verbergen. Ja, den Ort haben wir jetzt dann. Von hier aus kann ich die Wartungskutsche gut sehen. Ein Glas, in dem sich Weinreste befinden. Und eine Flasche billiger Wein. Hat sich da jemand Mut angetrunken? So einen Apparat habe ich noch nie gesehen. Aktivieren Sie das Gerät, indem Sie die jeweils korrekte Stellung für die Schalter herausfinden. Achso, die müssen beide grün sein. Nur der ist es nicht. Der schaltet immerhin das Gerät ein. So. Das ist es auch nicht. Ah. Der Stromschlag, der die Kutsche in Mitleidenschaft zog, wurde hier ausgelöst. Ihre Schlussfolgerung dem Constable mitteilen. Dann machen wir das doch. Constable, ich hab da was gefunden. Holmes, da sind Sie ja. Ich habe eine Theorie zu diesem Unfall. Schön, aber das hier war Mord. Was? Was? Dann sind Sie ein Mörder, was? Sie sind ja verrückt. Sind Sie sicher, Holmes? Ja, Mord und Unfall.
Der Mörder hat das Chaos ausgelöst, indem er die Kutsche unter Strom gesetzt hat. Daher ist dieser Massenunfall nun unsere große Chance. Große Chance? Auf was denn, Holmes? Der Täter konnte das Ganze unmöglich vorhergesehen haben, richtig? Und dank des schnellen Eintreffens der Polizei könnte er sich noch hier aufhalten. Ich sehe 5 Männer, die in Frage kommen. Werfen wir einen Blick auf die Karte. Oh. Der kann's ja eigentlich nicht sein, der wurde ja vom Hammer getroffen. Oh, mein armes Bein. Sehr nah der Wohnung und steht unter Schock. Der war ja der Kutscher. Ich finde den unter Schock stehenden eigentlich auch einen sehr guten Verdächtigen. Den da hier eigentlich den idealen Verdächtigen. Ah ja, genau. So, da haben wir den hier, da haben wir den hier. Wählen Sie den Verdächtigen unter den Personen. Für mich ist ganz klar. Dieser Mann scheint lediglich ein Passant zu sein. Er wurde vermutlich vom Unfall überrascht, als er am Platz entlang lief. Dieser Mann steht unter dem Fenster der Wohnung, in der sich das Stromgerät befindet. Vielleicht hatte er genügend Zeit. Ganz eindeutig. Dieser Mann steht am Rande des Platzes, weil er ihn verlassen wollte. Vielleicht, um nicht der Polizei zu begegnen. Er hatte genügend Zeit, das Stromgerät einzuschalten und dann abzuhauen. Dieser Mann steht am Rande des Platzes, weil er gerade erst angekommen ist. Vielleicht wollte er nur den Verletzten helfen. Das so sieht er nicht aus. Er steht relativ weit weg von der Wohnung, in der sich das Stromgerät befindet. Nein. Ich denke, ich sollte mehr auf die Details achten. Ach so, ich muss die alle. Dieser Mann ist ein Kutscher und war am Unfall beteiligt. Zum Glück hatte er die... Weil er... Nö, ich würde sagen... Nicht verdächtig, der war ja auf der Kutsche. Dieser Mann wurde unweit der Wohnung gefunden, in der das Stromgerät steht. Vielleicht hat er die Rolle eines hiesigen Arbeiters nur eingenommen, um seine Opfer auf dem Platz beobachten zu können, ohne Verdacht zu erregen. Ich würde ihn auch als nicht verdächtig einstufen. Ach, nein, ich denke, ich sollte mehr auf die Details achten. Dann scheint er wirklich der Passant zu sein. Ach, nein. Ich denke, ich sollte mehr auf die Details achten. Dann ist doch er hier das. Nein, so lief das nicht ab. Nein, so lief das nicht ab. Nicht verdächtig. Das muss ich echt raten. Nein, so lief das nicht ab. Also doch der. Nein, so lief das nicht ab.
Nein, so lief das nicht ab. Hä? Verstehe ich jetzt nicht. Muss ich doch mehrere. Fertig. Ah, okay. Ich dachte, ich müsste nur einen raussuchen. Constable, ich verdächtige hier drei Personen. Bringen Sie sie zum Verhör auf die Wache. Solange ich nicht mit leeren Händen da stehe, ist alles gut. Den Blick kenne ich. Was geht in Ihrem Kopf vor? Das sollte er ja dann wissen. Um die Kutsche in die Falle zu locken, musste der Täter genau wissen, auf welcher Route sie fuhr. Oder aber, die Kutsche ist nicht weit entfernt von hier losgefahren. Sogar in dieser Straße vielleicht. Erstaunlich. Holmes, es tut mir leid, aber ich muss ins Krankenhaus zu den Verletzten. Ich verstehe, Watson. Aber denken Sie daran, was ich gesagt habe. Hm? Über Kate. Ach so, da war was. So. Persönliche Gegenstände der Opfer und Verdächtigen untersuchen und befragen. Das machen wir. Ach so, erstmal müssen wir herausfinden, wo die Wartungskutsche herkam. Und dann gehen wir mal auf Suche. Komme ich darauf? Tee, da war Tee. Was ist das? Hier gab es eine Kollision. Matsch. Riecht streng. Ah. Demnach kamen die hierher. Das Schloss wurde aufgebrochen. Die Matschspur führt durch den ganzen Raum. Was war hier? Untersuchen Sie den Laden Burrell & Bucket in der Nähe des Unfallortes. Gut. Schlangennester und Verschwörung. Im Bezirk St. Victor stießen Maurer beim Abreißen eines alten Hauses auf ein Nest von mehr als 100 Schlangen. Sie waren am Boden eines seit langem trockenen Brunnens. Mitten in diesem Schlangennest fand man traurigerweise auch das Skelett eines Kindes, das vermutlich in den Brunnen gefallen war. Erstaunlicherweise hielt das Kind das Skelett noch ein rotes Lederbuch in den Händen. Dieses war zwar zu großen Teilen zerfallen, aber ein Satz war noch lesbar. Nicht das Ende verraten. Das ist immer gut, nicht das Ende zu verraten. Ist hier noch was? Nur die Tür. Muss ich durch den Matsch laufen? Ach, schon wieder. Ach du Schande. Das erklärt die Doppeldietriche. Da brauchen wir den Dreier. Nein. Da den Einser. Und dahinter dann den 2 und 3. So. Der kann... der kann weg. So, da haben wir dann jetzt 3. Und dann noch 3 und 4. Eine Werkstatt. Hier werden Gegenstände für den Verkauf hergestellt. Und die Matschspur ist immer noch da.
recht streng. Da hinten kommt der Herr. Gibt's hier noch irgendwas zu sehen? Es sieht so aus, als ob der Teppich bewusst hier ausgelegt wurde. Ein Loch. Ein alter Zugang zur Kanalisation. Da geht's wieder hoch. Okay. Eine Leiter. Wo geht's hier hin? Alles nicht sehr vertrauenserweckend hier. Jetzt gehen wir aber erstmal gucken, was da in der Tür hinter der Tür ist. Oder ob wir da überhaupt reinkommen. Nee. Gut. Da geht's raus, theoretisch. Durch. Ob das so gut ist, die Maschinen da reinzustellen? Wo geht es jetzt hin? Jetzt kriege ich nasse Füße. Die Aktion irgendeinen Sinn?
Gitter, wenn ich das betätige. Ach, das Becken füllt sich mit Wasser. Das dreckige Wasser gehe ich nicht. Oh. Das heißt, ich muss das Ding in die andere Richtung schieben. Gut. Jetzt kommen wir der ganzen Sache näher. Ich habe in die falsche Richtung geschoben. Jetzt können wir nämlich Wasser reinlassen und dann darüber laufen. Sehr gut. Geht's da irgendwo lang? Nicht wirklich. Ah, halt, halt, halt. Falsche Richtung. Ach. Ich will doch da runter. Muss ich die da auch verschieben? Ach ja, kann ich nochmal das Ding regulieren. Ah, okay. Nein. Null. Ach nein. Nicht immer diese komischen Spielchen. Ha.
Puh. Frage ist, wo muss ich die jetzt hinschieben? Kann ich nicht hochklettern. So wirklich erschließen tut sich mir das jetzt noch nicht. Macht hier eigentlich keinen Sinn. Oh, da kann man kurbeln. Jetzt macht das Sinn, wenn wir die Kiste auf die andere Seite bringen. Weil damit können wir dann das Teil überbrücken. Schon wieder drüber balancieren. Ich will nicht. Was ist das? Ah, danke. Ach so, hochpumpen sollte ich es noch. Jawohl. Vielen Dank fürs Öffnen.
Was haben wir da? Ein rotes Pulver. Angesichts der Umstände ist das vermutlich Eisenoxid. Oder einfach Rost. Metallpulver. Sieht wie Aluminium aus. Magnesiumstreifen. Oh, Magnesium ist sehr brennbar. Was haben wir denn? In der Kanalisation wurde Eisenoxidpulver, Aluminiumpulver und Magnesiumstreifen gefunden. Aus diesen Zutaten lässt sich Thermit herstellen, was das für gewöhnlich bei Eisenbahn-Schweißarbeiten eingesetzt wird. Scotland Yard, ja. Noch mehr? War die eben auch schon da? Die kam mit dem Öffnen des Tors runter, oder? Der Plan der Rusko-Bande war es also, die Bank auszurauben. Was heißt wahr? Sie haben es ja getan. Die Einbrecher haben nahezu alle Fächer aufgebrochen. Ihre Beute dürfte sehr groß gewesen sein. Dieser Tresorraum gehört der Bank von England. Ja, wofür die gute... Die Einbrecher haben nahezu alle Fächer aufgebrochen. Ihre Beute dürfte sehr groß gewesen sein. Ein Durchgang wurde in die Wand des Tresors geschmolzen. Sie ist noch warm. Mehr gibt's hier nicht, oder? Irgendwas muss ich hier in der Kanalisation noch übersehen haben. Das ist ja noch nicht abgeschlossen. Was fehlt denn da noch? Da eben noch rechts rum. Vielleicht ist da noch was Interessantes. Nicht wirklich. Was habe ich denn übersehen? Ach so, ich muss wahrscheinlich wieder hoch. Das habe ich übersehen. Ich bin hier noch nicht fertig. Schade. Warum nicht?
muss ja eigentlich irgendwo in den letzten Räumen noch was sein. Habe ich hier im Tresorraum irgendwas übersehen? Wer lässt denn Wein und Wurst dort? Ah. Eine Karte der Kanalisation mit Markierung. Rote Markierung in der Kanalisation finden. So, wir sind jetzt von links kommend bei dem Ausrufezeichen. Da müssen wir dann geradeaus durch. Jetzt sind wir bei dem Ausrufezeichen da in der Mitte. Müssen wir bis zur nächsten Abzweigung. Das müsste... Ah, jetzt geht die Tür auf. Jetzt dort sein. Die ganze Lackmütze wurde aufgegessen. Ich weiß auch, wer sie gegessen hat. Murat, eine ziemlich beliebte Zigarettenmarke. Diese Kippe ist trocken. Sie liegt noch nicht lange hier. Das Tabakaroma ist noch gut zu riechen. Eisenringe. Mit solchen Ringen werden Fässer zusammengehalten. Geldscheine. Sie sind trocken, liegen also noch nicht lange hier. Diese Fässer sind leer und unversiegelt. Die Einbrecher verstauten die Beute in Fässern, die sie dann ins Wasser warfen. Lestrade muss hiervon erfahren. So. Wir haben den Plan. Wir haben das. Wir haben das abgeschlossen. Und auf zu Scotland Yard. Wie es dort weitergeht, das erfahrt ihr in der morgigen Folge. Ich sag danke fürs Zuschauen. Oh. Ach, Mr. Holmes, es gibt ein kleines Problem. Die Szene müssen wir noch abwarten. Was ist los? Einer der Verdächtigen, ein Mr. Reginald Butcher, ist geflohen. Nachdem wir ihn baten, seine Sachen in der Asservatenkammer abzulegen. Tut mir leid. Wie ist er entkommen? Er schlug mich ins Gesicht, überrumpelte mich. Ansonsten hätte ich... Klar, ist das alles? Bevor er hinausrannte, rief er noch, tut mir leid, ich komme zurück.
Was? Tut mir leid, ich komme zurück. Dafür musste er mir doch keine verpassen. Ist Inspektor Lestrade hier? Nein, er ist für ein paar Tage weg. Kann dieser Vorfall bitte unter uns bleiben? Entkommenen Verdächtigen finden, das tun wir, aber wie gesagt, in der morgigen Folge. Ich sag danke fürs Zuschauen und tschüss, bis morgen.